So, liebe Leute. Liebe Leute. 3 von 7 haben nicht den Weg in unser Studio gefunden. 4 von 7. Nicht draufklopfen, da schimpfen die Leute wieder. Ja. 4 von 7 sind unserer Einladung gefolgt. Das haben sie ja bereits gesehen. Und wir haben gedacht, wir können das nicht so auf uns sitzen lassen. Nein. Wir haben viel Mühe gemacht, uns Fragen zu finden. Wir haben unsere aus Französisch, Ukrainisch, Russische Dame sucht, die Namen auszusprechen für die Eröffnungsvideos. Und das wollen wir ihnen nicht verheimlichen und zeigen. Deshalb nehmen wir. Ich will mich auch nicht persönlich beleidigt fühlen in meinem Selbstwert, wieso? Jemanden einzuladen und er kommt nicht. Und aus diesem Grund haben wir uns etwas überlegt. Haben wir uns überlegt. Der Herr Brunner ist leider nicht gekommen. Der Herr Dr. Marco Bogo Dominik Vlatsny ist nicht gekommen. Unser Bundespräsident ist nicht gekommen. Ja, alle haben es keine Zeit gehabt, wollten mit uns nicht reden. Dabei sind wir doch so liebe Menschen. Lieb, nett, freundlich, höflich, zuvorkommend. Und wir werden überall hingefahren. Überall. Überall. Aschenbecher hätten wir aufbereitet, aber okay, sie wollten nicht. Deshalb haben wir uns aber heute für 1945 was überlegt. Ja, wir haben sogar Fahnen, ja. Diese Fahnen, die kommen viel zu wenig zur Geltung. Ja. Ja? Bundespräsidentenfahnen, weil das ist die Fahne des Bundespräsidenten. Wir haben uns was überlegt. Wir werden heute ein Special machen. Die unbeantworteten Fragen an die Bundespräsidenten. Die Fragen, die nicht beantwortet worden sind, aber wir sie trotzdem stellen. Wir stellen sie. Weil das lasse ich mir nicht gefallen. Wir stellen sie und wir werden sie auch zum Teil beantworten. Richtig. Lassen. Es ist nicht ganz ernst gemeint, es ist quasi ein runder Abschluss zu unserer durchaus ernst gemeinten Sendung. Aber uns entkommt niemand. Was? Uns entkommt niemand. Uns entkommt niemand, auch wenn er nicht da ist. Richtig. In diesem Sinne, heute 1945, viel Spaß dabei. Viel später. Und auf diesem Kanal. Und nur auf diesem Kanal. Und teilen Sie es. Unbedingt. Auf jeden Fall.